Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Pause zurück. Ja. Mit Björn Semrau von der Piratenpartei. Ich habe schon ein bisschen im Chat verfolgt in der Pause. Und zwar, wir haben auch schon vorhin erwähnt, dass wir verschiedene Parteien auch angeschrieben haben. Und wir auch schon die SPD hier zu Gast hatten mit Timo Wölken. Und ja, wie gesagt, ich finde es gut, dass ihr alle miteinander diskutiert. Bleibt alle respektvoll im Chat. Und ja, wenn irgendeiner aus der Reihe tritt, wir haben Moderatoren, die kennen ihren Job. Zurück und zu... Ganz schnell noch, ja? Und vielleicht für die, die irgendeiner Partei da draußen angehören, ja, wir haben definitiv Kontakt zu allen Parteien aufgebaut und möchten auch jeder Partei die Möglichkeit geben, auch zu diesem Thema, aber auch zukünftig zu anderen Themen hier, ja, mit uns zu talken. Also das sollt ihr auch im Vorfeld wissen. Weiter geht's. Genau, weiter geht's im Programm. Wir sind zurück, nämlich mit der EU-Urheberrechtsreform, Artikel 13, Uploadfilter und alles, was dazugehört. Björn, glaubst du denn, dass der Artikel 13 spezifisch einen großen wirtschaftlichen Schaden für kleine und mittelständige, das ist ganz wichtig, nicht nur kleine, sondern auch mittelständige Unternehmen in Europa bedeuten kann? Schaden ist ein großes Wort. Ich würde sagen, auf jeden Fall relevante Investitionen. Um, sage ich mal, diese Erfordernisse zu erfüllen, müssen Unternehmen halt eine gewisse Investition betreiben, um diese Infrastruktur vorhalten zu können. Ob sie dann funktioniert oder notwendig ist, ist völlig zweitrangig. Aber diese Investitionen sind da. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es gerade im mittelständischen Bereich das nicht so ohne weiteres möglich ist. Und letzten Endes kommt es ganz massiv auch auf das Angebot an. Was ist denn überhaupt dann auf dem Markt verfügbar? Ich meine, diese Software muss ja, sag ich mal, auch überhaupt erstmal angeboten werden und muss erstellt werden. Dann werden auch bestimmt auch irgendwann neue Anbieter auf dem Markt drängen. Das ist ja schon fast zu hoffen, damit wenigstens sowas wie Wettbewerb entsteht. Aber wir hatten es ja schon, grob existieren diese Programme ja schon und die müssen halt eingekauft werden oder entwickelt werden. Irgendjemand wird das bezahlen müssen. Das überleitet uns so ein bisschen in die nächste Frage. Sehr gut, ja. Glaubst du denn, dass dadurch, wir sind uns glaube ich einig, große Unternehmer wie zum Beispiel ja auch schon Amazon, die Frage ist, was, also die großen Unternehmen wie Google, wie Facebook, vielleicht auch Amazon, die eventuell schon irgendwie sowas in der Richtung haben, was vielleicht noch gar nicht so wirklich funktioniert, dass die nicht nur davon profitieren können, sondern dass die auch ordentlich andere Unternehmer, dass sich daraus Deals entwickeln und die schlucken können, inklusive dem ganzen Datenpaket, was dahinter steckt? Ja. Das war's dann. Solche Fragen darfst du. Ja-Nein-Fragen sind scheiße in dem Interaktion. Wir brauchen keine Ja-Nein-Fragen. Bitte keine Ja-Nein-Fragen. Grundsätzlich wollte ich damit klar machen, dass ich diese Vermutung genauso hege. Generell scheint mir diese Urheberrechtsreform massiv dahingehend zu sein, dass sie halt große Unternehmensstrukturen begünstigt und gerade den deutschen oder den europäischen Mittelstand stärker belasten wird und vielleicht sogar benachteiligen wird. Das ist für mich halt auch ich unterstütze Oligopole, ich unterstütze Monopole damit, also dass dieses Konzept, diese Denke von dieser Urheberrechtsreform, das halte ich für sowas von rückwärtsgewandt und vollkommen in die falsche Richtung gedacht, weil eigentlich müsste doch das Ziel sein, mehr Wettbewerb zu schaffen. Und daran sieht man halt die Handschrift von mächtigen Lobbyverbänden, die halt einfach wirklich hervorragend wieder gearbeitet haben, um halt, sag ich mal, ihre Interessen durchzusetzen. Aber bei sowas fallen diverse Aspekte hinten runter. Aber deswegen glaube ich,
Du sagst was, ich, zu dieser Frage, du sagst was ganz Entscheidendes. Ich bin, also Politiker, wie sie dort oben sitzen und das entscheiden, mal unabhängig davon, ob sie Ahnung haben, wie man sowas programmiert und das Internet funktioniert, lassen wir das weg gerade, okay? Die haben, Frau Merkel hat, glaube ich, 2017 in einer Rede gehalten, wir sind auch neu in diesem Internet und wir müssen dieses Internet erstmal verstehen. Sprechen wir all diesen Politikern, die da oben gerade sitzen und das entscheiden, zu, dass sie keine Ahnung vom Internet haben, sagen wir das einfach mal, pauschal gerade, ganz, ganz primitiv. Die haben keine Ahnung vom Internet. Und die haben auch ganz keine Ahnung von Filtertechnologien. Aber das sind doch eigentlich Menschen, die wirtschaftlich nicht auf den Kopf gefallen sind. Also zumindest würde man das vermuten. Wissen die nicht oder verstehen die nicht, dass sie mit dieser Entscheidung, vor allen Dingen, das fällt mir auf, ich würde das vorsichtig in den Raum schmeißen, amerikanische Großkonzerne irgendwie stärker machen? Also grundsätzlich glaube ich, dass Politiker also grundsätzlich ihren Job machen wollen. Ja? Sie sitzen da und wollen die bestmöglichste Entscheidung treffen. Davon gehe ich persönlich wirklich aus. Ich glaube nicht, dass irgendeiner morgens zur Arbeit geht und sagt, heute lasse ich mich kaufen. Sondern ich glaube, hierbei geht es um Informationsselektion. Das heißt, die Information, die ein Politiker bekommen kann. Er kann nicht in jedem Thema tief drin sein, er kann es wirklich versuchen, er hat seine Mitarbeiter dafür, er hat im Zweifelsfall sogar einen wissenschaftlichen Dienst, der ihm das aufbereiten kann, aber letzten Endes ist er auf diese Information angewiesen und wie sie für ihn aufbereitet werden. Wie gesagt, er kann nicht bei jedem Thema Spezialist sein und viele sind das wahrscheinlich, und wir gehen ja gerade davon aus, im Bereich Internet und Digitalisierung nicht. Dann kommt aber jemand von einem entsprechenden Interessenverband, der diese Ahnung hat und gewährleisten kann, dass diese auch verstanden wird. Und dann und diese Menschen sind ja sehr gut, das ist ihr Job, diese Informationen auch schmackhaft zu verarbeiten. Das heißt, diese selektiven Interessen von dieser Person oder dieses Unternehmens, für diese Person arbeitet, vermittelt einen sehr attraktiven Standpunkt auf eine sehr attraktive Art an den Politiker. Welchen Grund hat denn der Politiker, das überhaupt so zu hinterfragen, gerade wenn es entsprechend aufgearbeitet ist? Das heißt, er kriegt wirklich Fachwissen, aber dieses Fachwissen ist halt unter Umständen etwas einseitig gebrandmarkt, ohne dass dem Politiker, dem halt vielleicht dieses Quäntchen an Expertise fehlt, nicht erkennbar ist. Und so, glaube ich, kommt sowas zustande. Wie gesagt, da müssen wir gar nicht den Weg bis sowas Schwerem gehen wie Korruption oder so, sondern einfach nur, wer redet mit wem und auf welche Art. Und ich glaube wirklich, dass sie dann sagen, ja, stimmt, der Mann hat recht oder die Frau hat recht oder diese Person hat recht, sie hat mich überzeugt, so müssen wir das machen. Und dann ist es bei den Technokraten, also bei den Spezialisten, genauso. Und dann kommt sowas halt zustande. Und dass dann halt davon amerikanische Großkonzerne profitieren, das ist dann, glaube ich, ein Nebenkriegsschauplatz, wo dann vielleicht auch jetzt jemand sagen könnte im Laufe der Diskussion, stimmt, daran haben wir gar nicht gedacht, aber egal, es schützt unsere Interessen. Okay. Also so könnte ich mir das gut vorstellen. Ja, das lassen wir so stehen, oder? Ja. Ja, glaubst du denn persönlich, das wird dann ja, nein, ich muss die anders formulieren, sonst sagt er wieder ja, nö. Glaubst du denn, dass die Urheberrechtsreform nötig ist? Falls ja oder nein, warum? Also grundsätzlich. Eine grundsätzliche Urheberrechtsreform notwendig ist. Glaubt ihr das auch als Partei gerne? Ich glaube, dass die Notwendigkeit für eine Urheberrechtsreform steht in unserem ersten Grundsatzprogramm von 2006. Ja, also damals wollten wir schon, das hat dann die, haben wir dann in den Medien oft als den Satz gefunden, wir wollen das Urheberrecht abschaffen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen keinem Urheber sein Werk wegnehmen, um es frei zu tauschen. Das war ein Narrativ, das uns sehr geschadet hat und einfach auch nicht richtig ist. Wir wollen das Urheberrecht nur halt eben an die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts anpassen. Und das ist, wie man sieht, dringend notwendig. Mhm. Und die Urheberrechtsreform, aber wie sie jetzt da gemacht worden ist, ist die richtige Idee, nur vollkommen falsch umgesetzt, weil auf die Interessen viel zu weniger eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Die Urheberrechtsreform, wie sie da steht, umfasst nicht alle notwendigen Inhalte, die, sage ich mal, davon abgedeckt werden müssen. Es behandelt nicht alle notwendigen Probleme und vor allem, und das ist das wichtigste Problem meiner Ansicht nach, löst es mehr Probleme aus, als dass es löst, weil sie halt einfach nicht alle Auswirkungen bedacht haben. Und jetzt schreien ihnen diese Auswirkungen sozusagen aktiv ins Gesicht, gepaart mit einer guten Prise selbst ausgelöster Politikverdrossenheit. Das kriegen sie gerade zurecht ab den Sturm, meiner Ansicht nach.
Und ich hoffe, dass sie daraus lernen, ihren Job als Politiker ernst nehmen und sagen, ja gut, wir haben es verstanden, wir schnüren es nochmal auf, wir hören zu, was können wir besser machen. Okay. Ja, im Chat wird gerade viel auch gesagt wegen Demonstrationen. Gehen die Leute überhaupt auf die Straßen? Was machen die Leute? Sollen die mehr machen als vielleicht nur reden? Glaubst du denn, dass die Demonstranten und die Internetnutzer bezüglich auch der Petition, da wurden ja sehr viele Unterschriften auch gesammelt, eine realistische Chance haben, dass die Urheberrechtsreform nicht so kommt, wie sie jetzt gerade kommen soll? Und die Stimmen auf der Straße gehört werden. Oh ja, tatsächlich passiert das schon. Und tatsächlich bin ich unwahrscheinlich begeistert, weil die jungen Menschen gerade beweisen, dass unsere Demokratie noch funktioniert, auch wie sie noch gedacht ist. Ja, dafür muss man heutzutage wirklich laut und gut organisiert sein, aber es funktioniert noch, weil zum Beispiel alle EU-Parlamentarier von Österreich haben gesagt, der EVP, also der Konservativen, haben, glaube ich, gesagt, dass sie gegen die Urheberrechtsreform im Parlament stimmen werden. Die luxemburgischen Konservativen haben sich dagegen ausgesprochen. Und zwar wirklich in Reaktion auf den völlig unerwarteten Sturm der Entrüstung, der jetzt gerade halt sozusagen einmal durch das Internet und einmal durch die reale Welt fegt. Innerhalb von 2 Tagen haben die Leute haben wir in Deutschland tausende von Menschen mobilisieren können, nicht wir als Partei, sondern die Bündnisse, die dafür eintreten, auch überparteilich, das ist ganz wichtig, weil wir halt auch sagen wollen, das Thema ist uns wichtig, uns als Menschen, uns als Bürger, uns als Betroffene, dass wir halt eben sagen, wir natürlich wollen wir uns auch als Partei zeigen, aber es ist viel wichtiger, dass dieses Projekt gestoppt wird, beziehungsweise aufgeschnürt wird und auf einmal wirklich Leute, dass sich davon beeindruckt zeigen. Die Konservativen haben einen messbaren Schaden dadurch erlitten und ihre Abgeordneten, ihre Mandatsträger sehen Dinge ein und sie warten auch gespannt auf das, was jetzt im März passieren wird. Und wenn am 23. März in vielen europäischen Städten wirklich eine Demonstration losgeht, wie wir sie seit ACTA nicht mehr gesehen haben oder vielleicht größer, dann garantiere ich, dass es im Europäischen Parlament eine Überraschung geben wird für diejenigen, die dieses Gesetz durchbringen werden. Ich glaube, dass das Europäische Parlament in der Lage ist, zuzuhören. Und man sieht es ja an so Leuten wie Julia Reda und Timo Wölken, die wirklich herausragende Arbeit machen, auch die Bevölkerung zu informieren und zu sagen, so und so und so sieht's aus und kommt bitte auf die Straße. Also es gibt da auch wirklich diese Bündnisse zwischen Politikern und Bürgern. Also ich finde es eigentlich eher ein ermutigendes Signal. Und ich finde es hervorragend, dass sowohl für die Save Your Internet oder Save the Internet Bewegung und sogar die Fridays for Future so viele Menschen auf die Straße gehen. Ich meine, Greta Thunberg und die Fridays for Future, die kriegt man ja fast nicht mehr aus den Nachrichten. Und warum? Weil sie Schule schwänzen. Und trotzdem wird damit das Thema transportiert. Ganz großartig. Ich glaube tatsächlich, dass wir in eine ganz neue Phase, zivilgesellschaftliche Phase eingetreten sind, wo die jungen Menschen wieder wesentlich politischer werden. Und ich glaube, dass einige von den etablierten Parteien richtig Angst vor der Jugend haben, weil sie so weit weg von ihren Themen sind, die sie eigentlich verstehen müssten, dass sie wirklich Angst vor realen Machtverlust haben. Deswegen ja, auf jeden Fall ja, diese Proteste aller Art, sowohl im Internet als auch auf den Straßen, sind wichtig, sie werden gehört und meiner Ansicht nach können sie was verändern und sie werden auch was verändern. Und ich werde auch meinen Teil dazu beitragen. Lilan im Chat schreibt, Protest, alle reden nur von den Jugendlichen. Wir 40 plus, die mit dem Internet aufgewachsen sind, sind auch dabei. Fair muss ich stehen lassen, ich bin auch 40. Ich bin 35, aber ich bin auch dabei, ja. Ja, ich würde sagen, wir haben noch Fragen im Discord. Dann mach das erstmal, ja. Dann machen wir erstmal. Leo fragt, was für Auswirkungen hat das für Autoren? Also die komplette Urheberrechtsreform, wenn das so kommt, wie es jetzt ist, was hat das für Auswirkungen auf die Autoren? Es gibt ja im Artikel 11 vor allem diese Link-Tags, dass man halt praktisch die Auszüge aus, oder die so gelesen werden kann, dass Auszüge aus Texten oder von Journalisten oder auch aus Büchern nicht so einfach auf anderen Portalen verwendet werden können und sei es halt auf Google, um da, sag ich mal, eine entsprechende Verlinkung zu erzeugen und dann sollen die Verlage Geld dafür bekommen, wenn jemand auf diese Links klickt. Demzufolge und gemessen daran halte ich die Gefahr für gegeben, dass gerade
kleinere Autoren Schwierigkeiten haben werden, Aufmerksamkeit zu bekommen und ihre Inhalte verteilt zu bekommen, Aufmerksamkeit auf ihre Werke zu lenken. Das ist genau der Punkt, wo ich halt eben diese Diskrepanz sehe zwischen den großen Verwertern mit ihren entsprechenden Infrastrukturen, die vielleicht in der Lage sind, eventuell auch ohne Google ihre Inhalte zu verteilen, wenn halt Google sagt, ach, wir sollen für die Verlinkung bezahlen. Tun wir nicht. Ist ja eine Gefahr, die möglich ist. Das kann ja auch niemand garantieren. Aber vor allem die Kleinen, die halt eventuell auch es, sag ich mal, selbst publishen, die, glaube ich, werden noch am ehesten darunter leiden, unter solchen Entwicklungen. Das ist so eine Möglichkeit, die ich da halt sehe, die unter die Autoren leiten können. Selbst publishen, du sagst gerade, das bringt mich auf Lilly, die hat gefragt, ich schreibe Fanfiction und stelle die Werke zum Lesen ins Internet. Erstens sind es frei erfundene Geschichten, zweitens mache ich damit keinen Profit und habe es auch in Zukunft nicht vor. Artikel 13 würde mich dazu zwingen, meine Werke zu lizenzieren und an die Verwertergesellschaften Geld zu zahlen. Das ist auch eine Frage. Ist das denn dem so dann? Ich glaube, Björn hat keine Lust mehr. Der ist weg. Björn ist weg. Wir probieren die Verbindung wieder herzustellen im Hintergrund. Gandama, hier Rudi. Rudi, was ist da los? Rudi. Das Gesicht sagt alles. Ja, das Gesicht sagt alles. Ja. Ja, vielleicht kommt er wieder. Vielleicht ist auch irgendwie... Vielleicht hat der Filter durchgelaufen und hat gesagt, nix hier, weg. Wir gucken gerade mal, ob das unsere Technik hinbekommt. Wir schauen mal. Ja, schauen mal, vielleicht, wie gesagt, Filter ist weg. Ja, wir feuern, Rudi. Da können wir vielleicht überbrücken, wenn ihr denkt, ihr könnt das besser als Rudi, dann könnt ihr Ausrufezeichen Bewerbung in den Chat schreiben und die E-Mail-Adresse für Bewerbung ist team@maschinetv.de. Hatten wir auch noch nicht. Dass ein Gast abgebrochen ist, hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Einmal in der Sendung, ich glaube, Timo Wölken war zu Gast, hatten wir eine Stunde nach Timo Wölken, hatten wir einen massiven Stromausfall. Ja, ja. Das war also, puh. Aber das hatten wir noch nicht. Wir schauen mal, was passiert. Ja. Wir kriegen die Leitung aktuell noch nicht wiederhergestellt, aber wir bleiben dran. Diese Bewerbung, wie gesagt, wenn ihr in das Team von Kickstarter und Maschinetv möchtet, das ist alles momentan eher ehrenamtlich. Wir versuchen das alles hier aufzubauen. Wir sind in der dritten Woche gerade. Es ist die 13. Sendung. Ist alles im Aufbau. Und wir gucken, wo uns die Zukunft hinführt. So ist es. Daher vielen Dank für die ganzen Follows, die auch reinkommen. Und vielen Dank, dass alle so zugucken. Sehr, sehr zu 99% sehr schön mitdiskutieren. Und uns damit auch unterstützen. Vielen Dank. So ist es. Internet in Deutschland. Was Björn angeht. Wir sitzen in Irland und wir müssen hier in Irland sagen, wir haben mit unserer 1G-Leitung Up and Download keine Probleme in Irland. Ja. Die funktioniert wunderbar. Außer der Strom ist weg. Ja. Also hier in Irland sind, ja. Und schon 1000 Zuschauer. Baut sich was auf. Wir sehen ihn aber noch nicht. Wir schauen mal. Ob sich's aufbaut. Ihr könnt ihn noch nicht hören und auch noch nicht sehen. Wir gucken erstmal, was kommt. Also, wir sitzen in Irland, deswegen Rundfunklizenz haben wir hier nicht. Haben wir hier in der Tat nicht. Also es gibt nichts Vergleichbares wie in Deutschland. Es lädt und lädt. Ja. Ja, das kennen wir ja. Ich leg nochmal auf und du nochmal, Björn. Ruf du an! Ihr könnt's nicht hören. Ruf mich an. Keine Schwein interessiert sich für mich. Guck mal. Wir schauen. Oh, das jetzt sieht aber gut aus. Jetzt aber. Komm, Rudi. Nee. Ja, wir können das ja so jetzt zum Abschluss bringen und sagen, du wurdest einfach rausgefiltert. Genau. Wir warten. Ah, da ist er. Da ist er. Rudi, umschalten. Regie. Regie, ihr könnt rüber. Er ist wieder da. Da ist er. Da ist er. Ja. Läuft. Ja. Ja. Ja, willkommen zurück. Aber ich werde nicht verfolgt oder so. Nicht? Ja. Hast du die Frage noch mitbekommen? Entschuldigung, bitte nochmal wiederholen. Ich muss was korrigieren im Chat, bevor die Leute das hier falsch interpretieren. Pico, ich muss dir widersprechen. Es gibt eine Fernsehlizenz in Deutschland, ähnlich wie die GEZ-Gebühren in Deutschland. Das ist korrekt. Eine Rundfunklizenz als sendender Kanal, wie man sie in Deutschland für die Internet-User gerade auch zur Auflage gemacht hat, gibt es in Irland nicht. Wir sind mit entsprechenden Behörden in Kontakt getreten und die haben uns gesagt,
Nein. Aber das, was du meinst, ist eine Fernsehlizenz, die ist bei in Deutschland ähnlich, das ist GEZ. GEZ, das gibt es, ja, das gibt es. Aber das ist zu differenzieren. So, aber jetzt zum das Thema. Positive, nämlich ja. Wir haben den Filter, den Upload-Filter geschlagen mit Björn zusammen. Er ist wieder da. Und die Frage hast du noch mitbekommen oder war das dann weg? Bitte nochmal wiederholen, wäre mir lieber. Ja, sehr gerne. Lilly, du kriegst nochmal deine Frage ganz persönlich gestellt. Ich schreibe Fanfiction und stelle die Werke zum Lesen ins Internet. Erstens sind es frei erfundene Geschichten. Zweitens mache ich damit keinen Profit und habe es auch in Zukunft nicht vor. Artikel 13 würde mich dazu zwingen, meine Werke zu lizenzieren und an die Verwertergesellschaften Geld zu zahlen. Ist das so korrekt in der Kürze? Ja, das ist ja eine der großen Fragen tatsächlich, ob genau das passieren könnte. Das ist eine der Sorgen, die nicht ausgeräumt worden sind. Tatsächlich gibt es ja die Möglichkeit bisher, dass man halt eben Parodien und Ausschnitte und Zitate und so verwenden darf für solche Zwecke. Und jetzt mit der neuen Urheberrechtsreform ist das weit weniger sicher, weil es halt auch nicht explizit, sage ich mal, darin vorkommt. Und das ist genauso ein Punkt, wo wir uns halt eben deswegen wir uns überhaupt dafür engagieren, weil wir wollen, dass halt das einfach explizit ausgenommen wird, weil gerade Fanfiction, ich habe mich lange Zeit sehr, sehr gut über Harry Potter Fanfiction und diverse Strukturen, die in dieser Fanfiction-Community entstanden sind, amüsieren können. Es würde da ein unglaublicher Bereich, nur in diesem Bereich, nur ein unglaublicher kulturschaffender Bereich verloren gehen, von Menschen, die einfach aus Liebe zu dieser Art Literatur halt Dinge tun und selbst dazu beitragen und Dinge erschaffen. Und das ist ja genau das, worum es uns hierbei geht. Wir wollen ja eben nicht, dass Kultur zerstört wird. Wir wollen Kultur fördern und dass sowas weiterhin existieren darf. Und deswegen sagen wir zu den Politikern, bitte, bitte ermöglicht uns, dass das einfach ausgeschlossen wird, dass diese Art von Kultur verschwindet oder auch nur gefährdet ist. Das muss weiterhin möglich sein und nehmt das den Leuten nicht weg. Aus relativ kleinlichen Gedanken, weil ganz ehrlich, Leute, damit geht nirgendwo Geld verloren, eher im Gegenteil. Es ist ja eigentlich gratis Werbung, jetzt sag ich mal, die jeweilige Fanfiction macht ja Werbung für das jeweilige Universum, dass eventuell eher Leute darauf hingewiesen werden, sich mal damit zu beschäftigen. Sowas wird viel zu selten, wie ich finde, überhaupt gesehen von rein wirtschaftlich denkenden Unternehmen. Sollte viel mehr aufgegriffen werden. Gibt es denn schon Fanfiction von uns, Daniel? Ich weiß es noch nicht. Also wir haben noch nichts gefunden. Ich möchte was aufgreifen. Ganz Dank. Schnell aus dem Chat, finde ich sehr wichtig. Mein Problem im Speziellen ist die schiere Flut von sprachlicher, fachchinesischer Wortbekundung, die so Menschen wie mich, die nie mit Politik in Berührung kamen, völlig überfordert. Das bedeutet infolgedessen selbstverständlich ebenfalls, dass man nicht weiß, was man wählen soll. Dazu möchte ich was sagen. Ich schon mal vorweg was sagen. Wir beide sind weder Politikwissenschaftler noch Menschen, die in der Politik groß geworden sind, sind, glaube ich, genau wie du, ein Bürger, ein Zuschauer, ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Und deswegen versuchen wir diese Sendung hier auch zu machen, weil wir versuchen als Normalos auf Politiker zuzugehen und versuchen auch normal irgendwie aufzufangen. Wir haben auch keine Redaktion im Hintergrund sitzen, die irgendwie wie bei den Großen vielleicht irgendwie ganz speziell auch Themen studiert haben und da auch nochmal sehr fachlich dran gehen. So, wir versuchen das einfach sehr normal mit unseren Gästen aufzuarbeiten, aufzubrechen und ja, irgendwie zu vermitteln in eure Richtung und vielleicht hilft es ein wenig weiter. Natürlich, unsere Gäste sind dann wie jetzt zum Beispiel Björn, der das auch studiert hat und Politiker ist, aber wir versuchen ja auch nochmal nachzuhalten, zu fragen, erklär das nochmal unseren Zuschauern oder nehmen halt, ja, neben uns. Also aber auch zum Andenken anregen. Absolut. Das ist, denke ich, die Message. Also wir haben ja auch ein Spektrum. Manche Gäste haben wir nur für eine halbe Stunde, weil die dann einen anderen Termin haben. Der Björn konnte sich heute zum Glück länger Zeit nehmen für uns. Wir konnten viele Themen abarbeiten. Aber manchmal hat man echt nur einen kleinen Zeitraum und dann kann man vielleicht nur an der Oberfläche kratzen. Und wir wollen vielleicht auch mehrere Sendungen zu einem Thema machen, damit man da ein bisschen tiefer reingraben kann. Aber ja, am Ende des Tages mit unserer Sendung, mit Kickstarter, möchten wir zum Nachdenken anregen und informieren. Definitiv. Und vor allen Dingen, was mir an dieser Sendung sehr am Herzen liegt, darum wollte ich gerne, klar, ich bin Politik interessiert, das war ich wirklich schon immer, aber was mir am Herzen liegt mit dieser Sendung, ist für mich selbst, aber vor allen Dingen auch für euch,
ja, direkt in die Interaktion mit Politikern treten zu können und Fragen zu fragen, und der gibt Antworten. Das hat man sehr selten heutzutage, und das finde ich, das macht das schön. Und wir sitzen, viele gucken gerade zu, sitzen auf der Arbeit, zu Hause, wo auch immer, und können direkt eine Frage raushämmern, und wir sehen die Frage und versuchen, die mit einzubringen, und das finde ich ist eine schöne Sache. Ja. Daher, hast du noch eine Frage an Björn? Nein. Ansonsten würde ich es zum Abschluss bringen. Erstmal vielen Dank von unserer Seite aus, Björn, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Zuschauer hier auch zu informieren. Hast du denn noch irgendwas, was du den Zuschauern zu Hause mit auf den Weg geben möchtest? Tatsächlich, eigentlich so drei Dinge. Ich bin ja ein großer Freund davon, sich politisch zu engagieren, aber das bin halt ich. Ich würde mir noch viel mehr Engagement wünschen, weil Politik ist immer so ein Schlagwort, das kann man schön weit weg von sich schieben. Tatsächlich bedeutet das aber nichts anderes als das, was uns alle angeht, all unsere Beziehungen, alle unsere Interaktionen, was wir im täglichen Leben treiben, ist politisch. Und es geht uns alle an. Politik ist nichts, was irgendwo fern von einem passiert. Die Diskussionen sind für uns alle wichtig. Sie gehen uns alle an. Deswegen auch an diejenigen, die sagen, Politik ist nichts für mich. Ja, vielleicht sind Parteien und dieses Ganze nichts für euch. Aber alles, worum es da geht, geht euch an. Deswegen engagiert euch politisch. Und damit komme ich zu meinen zwei anderen Punkten, die ich gerne abschließend nämlich nennen will. Bitte, wenn euch diese Urheberrechtsreformdebatte interessiert und wenn ihr Bedenken habt und wenn ihr wollt, dass die nochmal aufgeschnürt wird und vom Parlament erstmal abgelehnt wird, damit das möglich sein kann, geht am 23. März 2019. In einer Stadt in eurer Nähe wird es auf jeden Fall Demonstrationen geben. Geht dahin, unterstützt all diejenigen, die dort sagen, nicht mit uns, das ist nicht gut, das geht zu weit, ihr habt vieles nicht bedacht, wir sprechen uns dagegen aus. Helft diesen Protest laut und massenreich zu gestalten. Und dann, selbstverständlich, geht am 26. Mai 2019, dieses Jahr, zur Europawahl, geht wählen. Es ist wirklich wichtig, wir dürfen dieses europäische Projekt nicht aufgeben. Das gehört aber auch reformiert, demokratisiert, dem Bürger zurückgegeben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meiner Partei und damit auch mir die Stimme geben würdet, weil ich würde ja ganz gerne im Europaparlament eben gegen solche Aktivitäten vorgehen und eine bessere bürgernähere Politik machen. Das lassen wir so stehen. Das lassen wir so stehen, auf jeden Fall. Ja, ja, wunderbar. Dann ich poste gerade noch im Chat gerade den Twitter-Account, dann kann man dich auch noch verfolgen, wenn man das möchte. Und wie gesagt, wie du gesagt hast, wenn man sagt, es ist scheiße, was du machst, dir sagen, oder wenn man denkt, es ist geil, dann einfach dort auch gerne weiter verfolgen. Genau, und wenn sich da draußen jemand hat überzeugen lassen von dieser Rede, dann, wir sind alle freie Menschen, und wer Lust hat und sagt, den möchte ich unterstützen, ihr wisst, wo es geht, das werden wir bei jedem Politiker sagen, haben wir bis jetzt auch bei jedem Politiker gesagt, wir bleiben damit weiterhin neutral, aber jeder Politiker hat hier natürlich auch ein Stück weit die Chance, seine Bühne bekommen, und aber wir reden ganz neutral über die Themen. Ja, vielen Dank, dass du so viel Zeit dir hast genommen. Definitiv. Das definitiv, und wir würden noch einmal in eine kurze Werbung schalten. Sind aber nochmal gleich da. Sind dann wir alleine. Wir beide sind nochmal kurz für einen Moment da, und wir entlassen ganz kurz im Background hinter den Kulissen den Björn, und ja, bis vielen gleich. Dank. Bis gleich. Und vielen Dank, Björn.